5.650 Kilometer war ich in den letzten 3 Jahren hier mit meinem KTM Cento 11 Plus unterwegs. Da will mancher sagen, ist ja gar nicht so viel. Nee, ich habe auch noch andere Räder, mit denen ich unterwegs bin. Aber nach Jahr 1 habe ich ja ein Video gemacht, da habe ich da mal die Bremsklötzchen gewechselt. Danach habe ich eigentlich nichts mehr gemacht, außer fahren. Sprich, ich bin jetzt mit der Kette hier die kompletten 5.650 Kilometer unterwegs. Ich bin mit den Bremsklötzchen jetzt gut 3000 Kilometer unterwegs und so hören sie sich auch an. Das hört sich nicht mehr so ganz gesund an, von daher nehmen wir das Ganze gleich mal vor. Ich gehe bei mir auf die Terrasse, nehme ich natürlich mit und mache das Ganze mal wieder ein bisschen frisch jetzt hier im Frühling, im April 2024. Lange Radreise steht im Juni ja auch an, da soll das Ganze ja auch funktionieren. Von daher gar nicht lange schnacken, jetzt hier auf geht's. Ein bisschen Radinspektion ist es ja nicht. Ein bisschen frisch machen für den Frühling hier sozusagen, für den Sommer. Also los geht's. Hier kann es von mir aus jetzt den ganzen Tag weiter regnen, dann habe ich Zeit und auch Spaß daran, am Fahrrad zu basteln. Im letzten Jahr hatte ich irgendwie so immer das Gefühl, wenn die Sonne geschienen hat, habe ich am Fahrrad rumgebastelt und wenn es geregnet hat, habe ich meine Touren unternommen. Und in diesem Jahr habe ich eigentlich einen ganz guten Lauf, da das andersrum ist, aber jetzt gar nicht hier lange rum erzählen. Was mache ich denn jetzt alles neu? Ich mache die Kette neu, ich mache hinten die Kassette, das Ritzelpaket mache ich neu und ich mache die Bremsbeläge neu. Und dazu habe ich auf der Webseite von hier KTM halt geschaut, welche Komponenten da eigentlich verbaut sind, habe mir dann die Originalkette bestellt hier, die ist von KMC, eine 11-Gang E-Bike-Kette. Ist in diesem Fall wichtig, auch eine E-Bike-Kette zu nehmen, weil ich ja einen Mittelmotor habe, sprich die ganze Kraft geht über die Kette, ist ein 250 Watt Motor ans Hinterrad und eine normale Kette, sage ich jetzt mal, ist da eventuell nicht stabil genug, wenn da viel Kraft kommt, die ist dafür ja nicht ausgelegt. 250 Watt hat man in den Beinchen ja normalerweise nicht verbaut, also ich zumindest nicht. Vielleicht mal so längere Strecken, 100 Watt, aber hört es aber auf, was meine Beine schaffen. Dann habe ich mir Bremsbeläge besorgt. Mal ein Experiment von mir jetzt hier. Sind auch für diese Shimano MT200 Bremsen zugelassen. Das sind Trickstuff Bremsbeläge. Und zwar sind das die orangenen, die jetzt nicht aus der Verpackung wollen. Kommt hier nicht drum zu. Zeigt euch. Diese hier. Und die sind ein bisschen härter als die, die ich jetzt verbaut habe. Das sind die Originalen, die verbaut waren. Ich glaube, die heißen Shimano S01. Die Verpackung habe ich jetzt nicht mehr. Wir schauen gleich mal, was draufsteht. Und die sind ein bisschen härter. Das heißt, die haben eventuell ein bisschen bessere Bremswirkung. Was heißt eventuell? Ist so beschrieben. Dafür könnt ihr aber ein bisschen Geräusche und ein bisschen Ruckeln machen beim Bremsen. Das schauen wir dann nachher mal bei der Probefahrt, was das ergibt. Und ich habe mir von Shimano die Originalkassette hier für hinten besorgt. War übrigens gar nicht so einfach, 4 Wochen Lieferzeit. Und das jetzt nicht beim großen Online-Versandhaus, sondern beim Fachhandel in Bocholt bestellt. So. Und das ist die, ja, was steht denn drauf, Roboter? Ich muss auch mal hier zeigen. Original, die Shimano CSM 5100. Und so sieht das gute Stück aus. Preise 52 Euro. Kette 30 Euro, Bremsbeläge 2 Stück, also jeweils vorne, hinten jeweils 20 Euro, macht 50 und 20 sind 90 und 30, 120 Euro, um das Rad jetzt wieder frühlingsfrisch zu machen. Und als allererstes mache ich mal was man gar nicht machen soll sonst eigentlich. Ich werde mein Fahrrad mal richtig sauber machen und zwar mit einem Hochdruckreiniger. Das ist ja eigentlich nicht so empfohlen, weil man dann ja den Dreck sonst in die kleinen Gelenke hier in die kleinen Lager reindrücken kann mit dem hohen Wasserdruck und dann sieht es zwar sauber aus, aber ist funktionell nicht mehr so ganz schüssig, wenn das alles am Quietschen ist und klemmt. Von daher mache ich die alte Kette erstmal runter und dann gehe ich mal mir auf den Rasen, mache das Fahrrad mal so richtig schön sauber mit dem Hochdruckreiniger, dass er wieder richtig schön glänzt wie neu. Da freue ich mich. Kette abmachen ist jetzt ein Fall für dieses Werkzeug hier, für die Kettenzange. Und da muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich das Kettenschloss hier finde. Ich das bei dem ganzen Dreck hier überhaupt erkenne. Also geölt habe ich in den letzten 2 Jahren schon und auch sauber gemacht. Da bin ich doch pingelig. Rost sieht man jetzt auch keinen, dass nach Regenfahrten da immer auch sauber gemacht wird. So, Kettenschloss ist jetzt hier identifiziert. Und dann gehe ich hier einfach mit diesem Spezialwerkzeug an dieses Glied ran, drücke das zusammen und schon ist das Schloss offen. So der Plan und funktioniert auch. Der
Hochdruckreiniger als startklar und ich gehe mal ein bisschen mit Soft drauf, also nicht mit vollem Druck jetzt hier. Ich will mir auch nicht meine Electric Devils Aufkleber da runterschießen und ich will es ja nur sauber haben. Ich will es ja jetzt nicht kaputt machen. Rückwärtsgang. Als nächstes baue ich jetzt das Hinterrad aus. Ich habe jetzt keinen Schnellspanner, original ist hier ein Schnellspanner verbaut, wenn ihr auch im KTM Cento 11 Plus fahrt. Und hier ist ja die Kupplung für meinen Fahrradanhänger, für den Cruiser Kalle. Und darum habe ich es hier ein bisschen anders und mache das dann hier gleich schön mit dem Sechskantschlüssel auf. Hier der Sechskantschlüssel. Und da sagt jetzt so mancher vielleicht, ja, der heißt doch I-Punkt-Schlüssel. Darf man nicht mehr sagen, ist kein Scherz jetzt hier. Die Firma IMI, ne? Also die machen die Leute ab, die das sagen, wenn das gar keiner von deren Firma ist. Also wenn man das so wie beim Tempotaschentuch, sage ich jetzt mal, einfach synonym dafür nimmt, weil es so in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Die Firma I möchte das nicht und darum heißt das Sechskantschlüssel. So sieht das aus. Sind wir ein bisschen vorsichtig hier. Na? Mich hätte schon interessieren, wo das Ganze hier hängt. Da ist er. So, und hier die alte Kassette. 5650 Kilometer. Sieht noch gut aus, finde ich, ne? Aber die kommt jetzt runter. Halten die jetzt mal hier direkt nebeneinander. Kann man da was sehen von wegen Verschleiß, Unterschiede? Also ich erkenne da nichts großartig an Verschleiß. Aber ich habe mich entschlossen, jetzt hier das Ding zu wechseln. Wenn ihr das Video gesehen habt, wo ich das gleiche bei meinem Stromer S-Pedelec gemacht habe, ich habe meine Kettenpeitsche immer noch verbummelt, habe ich nicht wieder gefunden. Und eine neue zu kaufen für alle Jubeljahre lohnt sich nicht. Also hier die alte Kette, Fuß unten drauf. Und dann mal munter drehen, das war es auch schon. Und dann habe ich ja dazu gelernt, durch das Stromer-Video auch, durch die Kommentare von euch, jetzt habe ich Folgendes gelernt, das zeige ich euch mal eben. Das alte erstmal an der Seite. Und zwar habe ich gelernt, dass ich jetzt nicht alle Ritzel hier einzeln runterpuzzle und dann gucke, wie die da drauf müssen. Nein, das ist so gebaut, dass man es einfach drauf schieben kann. Man sucht jetzt die passende Position. Und. Ja, das war ja mal einfach. Das letzte noch mal eben richtig die richtige Position finden. So. Festschrauben wird dann ja kein Problem sein. Und handfest reicht auch, weil das zieht sich ja automatisch fest. Weil das ja in, oh, mein Handschuh, weil das ja in Drehrichtung die Kraft aufgebracht wird und dann zieht sich das ja fest. Sehr schön, das ging ja einfach. Die Schaltröllchen hier möchte ich nicht erneuern. Da war ich ja gerade auch ordentlich mit dem Hochdruckreiniger drauf. Mal gucken, ob ich es ein bisschen trocken mache. Den letzten Dreck hier noch vom Lager runterhole. Ich habe ja schon gnadenlos draufgehalten, gerade den Hochdruckreiniger, aber solche Stellen hat er nicht so gut erwischt. Und dann gehe ich auch direkt mal wieder mit meinem Kettenfluid dran, dass das hier wieder ein bisschen geschmiert ist. Das ist ganz praktisch hier mit diesem Pinselaufsatz.
eigentlich hauptsächlich für die Kette gedacht, aber das geht hier auch ganz gut für die Röllchen. Wie man schon sieht hier, das hier ist noch ein bisschen motivationsbedürftig. Das ziert sich noch, mal gucken. Das noch ein bisschen schüssiger kriege oder wo das klemmt. Ja, jetzt habe ich es auch. Sehr schön. Als nächstes löse ich jetzt den Bremssattel hier mit meinem Sechskantschlüssel. Ganz runter, den möchte ich eigentlich nicht, aber dass er gleich locker ist zum Einstellen. Und ich stelle die Kamera mal eben um, dann könnt ihr besser gucken. Die ist nämlich, sind gesplintet hier, die Bremsklötzchen. Also gesplint gesichert. Da muss ich mal gucken. Ich möchte, dass ihr was sehen könnt. Den Splint raus. Wieder auf die andere Seite. Ich hätte mir die Kamera am Bauch hängen sollen. Ne? Wäre praktischer gewesen. Egal. Und dann kommen die hier nach oben raus. Das sind jetzt ja die hinteren. Bin ja gespannt, wie nachher die vorderen aussehen. Oh, nach unten raus ist auch egal. So. Ja, okay. Ich hole mal eben die 9, weil die man daneben halten kann. Also hier das Modell 3000 Kilometer im Einsatz. Und hier das Modell, dann kriegt man das irgendwie voll, das Weiße, ja. Das Modell neu. Ich glaube, die sind fällig. Da bin ich mal gespannt, wie die vorne aussehen, ob überhaupt noch was drauf ist, so wie die sich anhören. Hm. Eben die Bremskolben ein bisschen zurückdrücken. Ich habe nichts anderes als die Zange, geht aber auch. So, die 9 jetzt. Ah, die passen von oben gar nicht, guck mal. Die 9 jetzt von hier unten einfach einschieben. Den Splint jetzt dadurch, so, und hier hinten wieder ein bisschen auseinander mit dem Ganzen, dass die Dinger auch sitzen. Und ich habe jetzt hier die Herausforderung, weil ich die Bremskolben nicht zurückgedrückt habe vernünftig, dass die Bremsscheibe wahrscheinlich nicht hier zwischenpassen wird. Ne? Also ich muss mich mal gucken, wie ich das hinkriege. So, Hinterrad ist drin. Kann man einmal ein bisschen sichern hier. Dass es auch drin bleibt. Das Ganze jetzt wieder fixieren. Dabei nicht vergessen, nach fest kommt ab. Also schön moderat. Und dann schauen wir mal, ob es rund läuft. Also soweit, so gut. Bremsscheibe schleift natürlich jetzt noch ein bisschen an den Klötzchen, weil das ja wirklich jetzt sehr genau auf Pass ist. Sozusagen die Bremsscheibe das Ganze ein bisschen auseinander gedrückt hat. Aber das bremst sich ein. Das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal so gemacht. Das sieht doch jetzt schon fast aus wie neu. Kommen wir jetzt zum Thema Kette. So. Kannst du mal auspacken hier. Direkt das Kettenschloss mal eben runterschmeißen. Da ist es. Und dir das mal genau an. Ist da jetzt eine Richtung drauf? Nö. Sogar eine Anleitung dabei. Tippitoppi. Wenn man letztes Video gesehen hat mit dem Stroma ST1X, hat vielleicht auch gesehen,
das sich dann erstmal falsch eingefädelt hatte hier sozusagen und dann auch das Kettenschloss falsch rummontiert habe. Hast du noch wieder richtig gemacht natürlich. Aber auch hier gerne ungeschnitten, dass ihr mal sehen könnt, ist alles keine Hexerei. Und das kriegt sogar ein Krankenpfleger wie ich hin. Kein Problem. So, und zwar kommt die Kette ja von hier unten. Heute machen wir es mal andersrum. Kommt von hier unten, so. Sucht sich ihren Weg hier. Zweiradmechaniker schlagen jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammen, aber egal. Ich erinnere da gerne an das Video von meinem Freund Peter von Blackmax. Knapp 600 Euro Fahrradinspektion und die Bremsen, das ist ein Vierteljahr bald her, glaube ich, die Bremsen sind immer noch nicht in Ordnung. Ne? Also von daher mache ich das gerne selber, obwohl es ja bestimmt auch seriösen Zweiradhandel gibt oder er hat einfach ein anderes technisches Problem. Will er jetzt irgendwie nicht hier ein Fass aufmachen und ich habe da auch nicht die Weißer mit Löffeln gefressen. Aber er ist halt nicht zufrieden. Nach 600 Euro Inspektion ist das halt heftig, ne? So, mein Freund, wie sieht's aus hier? Ey, sag mal, eigentlich heißt alle guten Dinge sind drei, aber ist aber schon der 10. Versuch jetzt, so. Und das in dieser Reihenfolge zu machen, hat schon mal zumindest gezeigt, dass der Weg jetzt der richtige ist, ne? So. Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt gut im Bild mit dem Kettenschloss, dass ihr was sehen könnt. So. Eingerastet. Also alles richtig gemacht, offensichtlich. Und wenn das so ist, dann sollte die Kette jetzt ja auch laufen. Natürlich jetzt der höchste Gang, der schwerste Gang. Mal ein bisschen runterschalten. Läuft. Plötzlich wechseln vorne, erspare ich euch mal, das mache ich gleich alleine, das ist ja das gleiche wie hinten. Was ich jetzt noch machen muss, ja einmal, ich ziehe die Bremse voll durch, die Hinterbremse, ist ja noch locker hier, und ziehe das Ganze mal wieder an, mit 8 Newtonmeter hier mit dem Drehmomentschlüssel. Einmal hier. Und einmal hier. Und dann geht es gleich zur Probefahrt. Also richtig gut aussehen tut es ja auf alle Fälle schon mal wieder. Ne? Fast wie neu jetzt hier mit der neuen Kette und mal richtig sauber gemacht das ganze Gerät hier. Und dann wollen wir ein bisschen Bremsen einbremsen fahren. Da interessiert mich jetzt auch mal eure Meinung. Schreibt mir das mal ruhig in die Kommentare, wenn ihr selber die Bremsbeläge wechselt. Bremst ihr die Bremsen auch ein? Also immer wieder hochbeschleunigen und ja fast bis vor dem Rad blockieren, bremsen, damit die Bremsklötzchen... Ich glaube, die bilden sonst so einen kleinen Glasbelag, heißt es. Das ist so einen glasigen Belag und dann quietschen die immer. Na, schauen wir mal, ne? Also mal direkt hier runter und bremsen. Das hört sich ja schon mal gut an. Der nächste quietscht, wieder hochbeschleunigen hier. 25 km/h. Ja, und das mache ich jetzt ein paar Mal, auch mit der Hinterradbremse, immer wieder hochbeschleunigen. Und dann runterbremsen und bei dem nassen Asphalt hier aufpassen, dass ich auf dem Fahrrad bleibe. Und ja, das soll es dann gewesen sein. Ne? Also vielen Dank hier fürs Zuschauen. Und wenn euch mein kleines Bastelvideo gefallen, dann ruhig einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, halt gerne auch meinen Kanal hier abonnieren. Auch meinen anderen Kanal, Svobogir, meinen Ausrüstungskanal, wo ich euch auch gelegentlich Fahrräder vorstelle oder auch andere technische Spielereien fürs Fahrrad und für Outdoor. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Svobo. Ciao.